Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf meinem Kanal und in diesem Video geht es um die neuen Aufgaben aus der Woche 9 der Season 8. Ihr seht hier auf jeden Fall jede Woche die neuen Aufgaben und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke. Jetzt würde ich aber sagen, kommen wir direkt zu den neuen Aufgaben. Und hier ist direkt die erste Aufgabe, lande bei Loot Lake. Hier müssen wir jetzt zuerst bei Loot Lake landen, danach bei Lucky Landing, Salty Springs, Lonely Lodge und Haunted Hills. Diese Aufgabe gibt es ja auch schon sehr oft, da muss man einmal ganz kurz landen und das wäre die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist hier, durchsuche Truhen bei Polar Peak oder Lonely Lodge. Diese Aufgabe gibt es auch sehr oft, einfach wie gewohnt, 7 Kisten durchsuchen. Und das halt bei den beiden Orten auch mega einfach, braucht man gar nicht viel zu sagen. Dabei geht es ja schon direkt zur dritten Aufgabe, die hier dann ein bisschen schwieriger ist. Und zwar ist die hier, reite ohne zu landen auf 3 verschiedenen Geysiren. Und diese Geysire sind ja diese Teile, die so Wasser sprühen. Ich denke, die sollte jeder kennen. Da müssen wir halt auf 3 Dinger drauf, ohne den Boden zu berühren. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Da gibt ihr auch dann 10 Battle Pass Sterne. Mal schauen, wie dann so wird. Aber wir kommen ja schon direkt zu der nächsten Aufgabe. Und hier gibt es eine Aufgabe, die halt neu ist. Hier müssen wir zwischen 3 Dingen tanzen. Diese werde ich dann auf jeden Fall noch als Video hochladen, wo man dann tanzen muss. Hier muss man halt zwischen 3 bestimmten Dingen tanzen. Das mehrmals. Ich lade dazu auf jeden Fall ein Video hoch. Dann werde ich das genauer zeigen. Also, wenn ihr alle Orte sehen wollt, abonniert gerne. Dann seht ihr das Ganze. Kommen wir auch schon direkt zur nächsten Aufgabe. Die wäre hier. Für Gegner Schaden von unten zu. Hier müssen wir 500 Schaden von unten hinzufügen. Letztens war das ja Schaden von oben. Jetzt müssen wir es halt von unten machen. Ich denke mal auch, das sollte selbsterklärend sein. Und da geht es auch schon direkt zu der vorletzten Aufgabe. Die wäre hier, belebe ein Teammitglied beim Neustartbus wieder. Diesen Neustartbus sollte jeder kennen. Der ist jetzt neu im Spiel. Da kann man seine Leute wieder ins Spiel reinholen. Das muss man jetzt halt einmal machen. Und dann kommen wir schon direkt zur letzten Aufgabe, die wäre hier, eliminiere einen Gegner in verschiedenen Matches. Hier müssen wir 5 Gegner eliminieren, ist auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, 5 Eliminierungen sollte man mit der Zeit sowieso schaffen, macht sich ja so gesehen von selbst, daher sollte auch das ganz einfach sein. Und das sind hier die neuen Aufgaben und ich finde die an sich eigentlich schon sehr einfach. Und ja, das war's hier mit diesem ganz kurzen Video zu den neuen Aufgaben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.